Mama fährt Auto. Hallo. Na, Kleine, wie geht's? Dann bis heute Abend. Hey, pass auf, wo du hinfährst, du Sonntagsfahrer. Hey! Nick, ich hab dir schon x-mal gesagt, du sollst nicht mit der Hupe spielen. Glaubst du, Mama schafft den Führerschein? Das werden wir ja sehen. Aber wenn sie meine Ratschläge während der Prüfung befolgt hat, dann... Da ist sie! Und? Und? Oh. Hier, ich hab ihn! Im Ernst? Ich wollte sagen, ich war sicher, dass du es schaffst. Bravo, Schatz! Das finde ich toll. Ich frag mich, was meine Kumpels sagen, wenn sie dich am Steuer sehen. Das können wir ja gleich mal rauskriegen. Ja! Na, wie wär's mit einer kleinen Tour? Was? Gleich? Ja, warum nicht? Aber willst du nicht erst noch ein paar Erfahrungen sammeln, bevor du dich ins Auto setzt? Würdest du mir bitte erklären, wie das gehen soll, wenn ich nicht fahre? Gut, einverstanden. Dann mal los. Was machst du denn da auf dem Fahrersitz, Papa? Heute fährt doch Mama. Ach ja, ich bin so daran gewöhnt. Papa ist wie ich. Er verleiht sein Spielzeug nicht gern. Vor allem nicht an Mädchen. Nein! Nein! Warte! Warte! Nein! Warte! Warte! Und fahr vor allem nicht zu schnell. Gut. Geht doch. Hast du auch daran gedacht, die Seitenspiegel richtig einzustellen? Langsam, langsam. Hast du auch geblinkt? Ich kann jetzt selbst fahren, falls du es schon wieder vergessen hast. Ja, ja, aber man kann nicht vorsichtig genug sein. Nur so kann man Unfälle vermeiden. Oh, Unfall bei dem Schneckentempo? Nee. Auf den Fußgänger auf, der will rüber. Ich sehe ihn. Ganz sanft mit der Schaltung umgehen, Schatz. Vorsichtig, ja? Du bist zu dicht an dem Wagen. So dicht warst du dran. Vergiss nicht, hier rechts zu fahren, Schatz. Ja, ich weiß. Vorsicht, das Fahrrad! Ich hab's gesehen. Es überholt uns. Fahr ein bisschen schneller, Mama. Nein, nein, bloß nicht. Aber was tust du da? Ich lass dich jetzt fahren, da du es ja so gut kannst. Wenn du darauf bestehst. An der Seite deines Vaters zu fahren ist nicht leicht. Das nächste Mal muss er eben zu Hause bleiben. Ich kenne deinen Vater. Er wird es immer schaffen, mitzukommen. Auch wenn wir zu Oma fahren? Also, fahren wir zurück? Mir fällt gerade ein, wir könnten doch zu meiner Mutter fahren, zum Tee. Was? Zu deiner Mutter? Schon wieder? Aber... Wir waren doch erst letzte Woche da. Na gut, Nick und ich, wir können auch allein hinfahren. Mit dem Wagen? Womit sonst? Doch nicht mit dem Fahrrad. Gut, gut, einverstanden, bitte. Aber bring ihn mir auch heil wieder zurück. Ich gehe zu Fuß. Keine Sorge, Papa. Ich gehe immer vorsichtig mit den Sachen der anderen um. Wie wär's, wenn wir erst noch ein bisschen Kuchen kaufen? Super! Das war ja auf Anhieb. Kann ich hier warten? Wenn du willst. Ich bin gleich wieder zurück. Oh.
Guten Tag. Guten Tag. Hey Otto, soll ich dich irgendwo hinfahren? Was machst du da? Sieht man das nicht? Ich fahre meine Mutter spazieren. Ist doch Quatsch. Ich weiß doch, du machst nur Spaß. Ach ja, und ist das hier vielleicht auch nur Spaß? Oh Mist! Ich glaube, die Spazierfahrt ist zu Ende, Nick. Was sage ich denn jetzt meiner Mutter? Gar nichts. Lass sie doch denken, sie hat ihn verloren. Das kann ich nicht bringen. Mein Vater würde ihr niemals wieder das Auto geben. Das macht nichts. Es gibt dir keinen Schlüssel mehr, um zu fahren. Doch, zu Hause gibt es noch einen zweiten Schlüssel. Ich gehe ihn holen. Sag meiner Mutter, ich hole irgendwas. Auf Wiedersehen. Nick? Hallo, Nick! Psst. Du hast aber eine komische Art, mir guten Tag zu sagen. Tut mir leid, Marie Hedwig, aber mein Vater darf mich nicht sehen. Was hast du jetzt schon wieder angestellt? Erkläre ich dir später. Aber sag mal, könntest du mir vielleicht helfen? Los, na sag schon. Kannst du bitte meinen Vater ablenken? Ich muss dringend was aus dem Haus holen. Ist gut, aber unter einer Bedingung. Na gut, ich höre. Du musst hinterher mit mir ins Kino gehen. In den neuen Cowboy-Film? Nein, in den anderen. In welchen? Etwa in den komischen Liebesfilm? Du musst es nicht tun. Oh. Hä? Guten Tag, ich brauche Ihre Hilfe. Ach ja? Und wobei? Können Sie bitte meine Annemarie retten, meine Puppe? Wo ist sie denn? Sie ist hinter dem Klavier eingeklemmt. Du meinst also, ich muss dein Klavier wegrücken? Ja, mein Vater ist nicht da. Ich hätte auch Herrn Pleder gefragt. Aber ich glaube, Sie sind kräftiger. Ah, hast du gut gemacht. Gehen wir. Rücken. Nick, was machst du denn hier? Ich hab nur meinen Pullover vergessen. Was? Bei der Hitze? Ja, denn im Auto zieht es doch. Sag deiner Mutter, sie soll nicht so schnell fahren. Oh. Tut mir leid, ich konnte ihn nicht länger aufhalten. Hast du gefunden, was du brauchst? Nein, und jetzt muss ich meiner Mutter alles beichten. Was macht ihr da? Das siehst du doch, wir angeln. Ja, wir probieren meine neue Angelrute aus. Die hat mir mein Vater geschenkt. Ist doch ein Witz. Hier gibt es doch keine Fische. Ach ja? Woher willst du das wissen? Nick? Oh, da bist du ja. Mama? Wo warst du? Ist dir klar, dass ich dich überall gesucht habe? Da ist was dran. Hey! Na, siehst du? Jetzt müsst ihr bloß noch den anderen angeln, dann habt ihr ein richtiges Paar. So, Nick, du kommst jetzt mit. Wir haben schon genug Zeit vertrödelt. Wir müssen uns beeilen, wenn wir noch zu Oma wollen. Komm jetzt. Gib mir bitte die Autoschlüssel. Naja, also ich muss dir was gestehen. Oh nein. Aber Sie werden mir doch kein Knöllchen geben, oder? Doch. Haben Sie denn das Schild nicht gesehen? Parkverbot. Ich habe nur kurz angehalten, um beim Bäcker was zu kaufen. Sie sind wirklich sehr streng. Aber doch nicht in diesem Ton. Zeigen Sie mir jetzt die Fahrzeugpapiere, bitte. Oh, das glauben Sie jetzt nicht. Ich habe sie vergessen. Was? Dann fahren Sie also ohne Papiere? Ich kann Sie holen gehen, wenn Sie wollen. Na gut, aber machen Sie schnell, sonst lasse ich Sie abschleppen. Darf ich hier warten, Mama? Wenn du willst. Ich bin gleich zurück. Hey, Jungs, ich brauche eure Angel. Es klappt. Da beißt was. So, und jetzt ich. Mach schnell, Klodwig. Meine Mutter ist gleich wieder da. Darf ich mal erfahren, was ihr da macht, Kinder? Wir
Wir sammeln den Müll ein, den die Leute hier überall hinwerfen. Ja, und wir werfen den Müll in die Tonne. Hm. Ich hab sie! Ja. Ludwig! Du bist der Beste. Ihr habt was gut bei mir. Da bin ich wieder. Hier, die Papiere. Und ihr Kinder, alles in Ordnung? Gut, für diesmal ist es in Ordnung. Oh, vielen Dank, Herr Polizist. Und jetzt fahren Sie weg. Hier, Mama, die Schlüssel, bitte. Vielen Dank, mein Schatz. Aber nach diesen ganzen Abenteuern können wir heute wohl nicht mehr zu Oma fahren. Das macht nichts, dann fahren wir morgen hin. Dann kannst du auch wieder ohne Papa fahren. Also echt, ich finde es toll, wenn Mama fährt. Auch wenn es nur bis zum Bäcker ist.